Attendorf. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, von der Koalition der vorgelegte Gesetzesentwurf ist unproblematisch. Es geht in erster Linie um die Garantie der weiteren Fortzahlung der Beihilfen der EU für die Weinwirtschaft in Deutschland, und das ist gut so. Ich habe von diesem Pult aber schon kritisiert, dass bereits Anfang April 2023 die EU-Fördermittel für das Programm Stützungsmaßnahmen deutscher Wein ausgeschöpft war. Und wir erfuhren auf Nachfrage dann in der Beratung im Ausschuss, dass eine Aufstockung der Mittel auch nicht vorgesehen ist. Und das ist kein gutes Signal für die Winzerinnen und Winzer, die unter dem Rückgang des Absatzes leiden. Mein Lieblingswinzer aus Osan-Mosel hat an der Mosel bereits aufgegeben, und es gibt keinen Betriebsnachfolger. Große Weinbetriebe können kurzfristige Umsatzeinbußen irgendwie kompensieren. Für die Kleinen sieht es eher düster aus. Die meisten kleinen Winzereien sind aber auf die Regional- und Selbstvermarktung angewiesen und daher viel stärker von der inflationsbedingten Kaufzurückhaltung betroffen. Und nicht nur das. Die Marktmacht des Lebensmitteleinzelhandels drückt auch auf die Lebensadern der Weinproduktion. Und wenn die Bundesregierung hier nichts tut, um die Marktmacht zu begrenzen, werden dem Weinsektor die Daumenschrauben angesetzt und der Wein wird nicht mehr fließen. Eine Preisaufsicht und Kontrolle ist dringend nötig, nicht nur hier. Und gerade die kleinen und mittleren Betriebe müssten unterstützt werden. Und wenn die Gelder für die Strukturmaßnahme Wein ausgeschöpft sind, muss nachgesteuert werden. Das sollte in unser aller Interesse sein. Und wir sind es den Winzerinnen und Winzern schuldig. Und der letzte Redner in dieser Debatte ist Dieter Stier für die CDU-CSU.